Willkommen zu Tassos allererstem Live-Video. Wir werden noch nicht direkt anfangen. Wir brauchen noch einen kleinen Moment, damit wir sicher gehen können, dass ihr uns alle seht, dass die Technik funktioniert, dass der Ton da ist, dass wir auch auf dem Tablet, wo wir das Video verfolgen, alles sehen. Und dann sind wir gleich bereit, um wie versprochen alles rund um das Thema Transponder zu besprechen. Wir sind da. Unser Tablet ist noch nicht da. Doch, jetzt ist das Tablet auch da. Sehr schön. Schreibt uns bitte in die Kommentare, ob ihr uns auch seht. Wenn ihr uns nicht seht, sagt Bescheid. Wenn ihr uns nicht hört, sagt auch Bescheid. Wir werden dann darauf reagieren. Kurz zu uns. Wir machen heute ein Live-Video. Das geht rund um den Transponder. Wir haben uns dazu einen Experten an die Seite geholt. Das ist Dr. Sven Hüther. Ich bin Lisa und das ist Laura. Sie liest eure Kommentare mit, sie nimmt eure Fragen auf und sorgt dafür, dass eure Fragen auch wirklich bei uns beantwortet werden. Falls irgendwas nicht stimmt, schreibt jederzeit. Wir werden das sehen und versuchen darauf zu reagieren. Bevor wir richtig losgehen und ins Thema gehen, erstmal die Frage an dich, Sven, die allererste. Was macht dich eigentlich zum Experten für den Transponder? Danke für die Frage. Erstmal herzlich willkommen alle, die das heute Mittag genießen hier an der Tasso-Seite. Ich bin Veterinärmediziner und habe mich 1989 durch verschiedene Aktivitäten im Bereich der Kennzeichnung, der elektronischen Kennzeichnung der Tiere engagiert und betreibe dieses Thema seit dieser Zeit exklusiv, hatte längere Zeit ein Unternehmen und bin seit 2004 der offizielle Vertreter Deutschlands in den Standardisierungsgremien. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor wir tiefer einsteigen, die Lisa hat so schön gesagt, Transponder. Und ich bin ihr sehr dankbar dafür, weil das ist etwas, was ich immer wieder in den Vordergrund stelle. Der Volksmund sagt einfach gern Chip dazu, das ist irgendwo auch in Ordnung. Aber das hat er uns abgewöhnt. Das Professionelle heißt Transponder. Wir chippen ein Tier, das ist richtig, indem wir einen Transponder unter die Haut setzen. Aber da wir dann eine Antenne haben und dann noch ein Glasmaterial drumherum ist, nennen wir das korrekterweise Transponder. Das nur, um das Missverständnis auch an der Stelle schon aufgeklärt zu haben. Wir geben uns größte Mühe. Sobald du in der Nähe bist, reden wir ausschließlich vom Transponder. Wir lernen ja dazu. Vielen Dank. Wir fangen mal an. Wir haben schon im Vorfeld um eure Fragen rund um den Transponder gebeten und dabei hat ein Thema besonders hohe Wellen bei uns geschlagen. Und zwar in unserer Community wurde heiß diskutiert, ob der Transponder wandern kann oder nicht. Jetzt sind wir ja sehr aufmerksam, wenn du zu Besuch bist und haben von dir gelernt, der Transponder kann nicht wandern. Es haben aber viele Leute von Fällen erzählt, wo der Transponder an Stellen gefunden wurde, wo er nicht hingehört. Was ist da passiert? Also vielleicht muss man dazu sagen, die Wanderung des Transponders als aktive Wanderung in der Form gibt es natürlich nicht. Die haben weder Schuhe noch haben sie Energie und eine Batterie, um sich irgendwo hinzubewegen. Aber es gibt das Phänomen der Migration, so nennt man das im Fachjargon. Und die gibt es aktiv und passiv. Und zwar passiv insofern, wenn der Transponder gesetzt wird und das Tier größer wird, kann es sein, dass er nicht mehr genau an der Stelle ist und er ist einfach mit dem Tier mitgewachsen an eine andere Position. Das ist aber in einem Umkreis von 3 bis 5 Zentimetern etwa. Und das zweite Phänomen, dass das zum Beispiel an Brust, am Sternum gefunden wird oder am Ellbogen, hängt häufig mit verschiedenen Dingen zusammen. Das heißt, es sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das eine ist natürlich die Art und Weise der Injektion. Da kommt es darauf an, in welcher Höhe. Das zweite ist, wie verhält sich das Tier im Umgang mit Leine, mit Ziehen und so weiter und so fort. Und natürlich auch, wie verhält sich der Besitzer zum Tier. Das könnte ich die ganze Stunde drüber erzählen, das ist leider so. Allerdings haben wir bewusst zu diesem Thema einen Standard geschaffen und dieser Standard sollte Stück für Stück auch in den Tierärzteschaft ankommen und das Problem in Zukunft etwas besser darstellen kann. Du sagst, es hängt damit zusammen, wie das Tier sich mit der Leine verhält. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der stark zieht, auch 5 Jahre noch, nachdem er gechippt wurde, verschiebt sich dann jedes Mal der Transponder? Nein, vielen Dank für auch diese Frage. Der Transponder braucht 3 Wochen Ruhe am Injektionsort, weil der Körper dann eine bindegewebige Kapsel bildet, die ihn fest und sicher an dieser Stelle verbleiben lässt für den Rest des Lebens. Es geht also immer um die ersten 3 Wochen, die ein bisschen kritisch sind. Das heißt, nach Möglichkeit sollte der Transponder schon näher ans Ohr, nicht zu nah an die Schulter. Damit habe ich das Problem des Leinenziehens schon ein kleines bisschen reduziert. Und
Jo, ansonsten denke ich einfach, sollte man das Tier nicht unbedingt ganz kräftig massieren und wenn die Oma kommt, sagen, hey, da kannst du mal gucken, da ist der Transponder oder da ist der Chip. Das ist alles nicht förderlich für die Einwachsung. Das also erstmal in Ruhe lassen. Einfach 3 Wochen am besten in Ruhe lassen und das ist eigentlich auch ein Tipp, den die Tierärzte geben sollten. Mhm. Ich knüpfe da gleich mal an mit einer Frage von Sonja. Sonja, danke für die Frage. Sie möchte nämlich wissen, wie lange denn so ein Transponder haltbar ist. Auch das ist eine berechtigte Frage, relativ einfach. Die kritische Phase sind wirklich 3 Wochen, nicht mehr und nicht weniger. Wenn die 3 Wochen rum sind, können wir davon ausgehen, dass das Produkt bis ans Ende des Lebens des Tieres hält. Wir haben keine Batterie drin, wir haben keine sonstige Versorgung. Und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben haben sollte, fallen die in den ersten 3 Wochen auf. Soll man dann nach 3 Wochen nochmal gucken, ob der richtig sitzt? Das macht natürlich unheimlich viel Sinn, wenn man sowas macht, aber das muss nicht unbedingt nach 3 Wochen sein. Das kann durchaus ausreichend sein, wenn man einen 2. Besuch zum Tierarzt geht, das einfach nochmal überprüfen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Und du sagst, der hat nichts dran, da ist nichts drin. Woraus besteht er denn? Also der Transponder besteht aus 3 Komponenten. Die erste Komponente ist das, was die Leute gern Chip nennen. Das ist der Mikrochip, sprich das ist das Silizium, in dem die Intelligenz steckt und die Information, die wir später haben wollen. Das zweite ist die Antenne, die brauchen wir. Das ist ähnlich wie beim Radio hören. Wenn man beim Radio, beim Alten von früher, dass die Antenne abgebrochen hat, ging das ohne mehr. Und das dritte ist, wenn ich sowas in den Tierkörper setze, brauche ich natürlich auch noch einen Schutz, damit die Elektronik nicht kaputt geht und vom Körper angegriffen wird. Und dazu ist es erforderlich, dass man ein Bioglas nutzt. Weil das ist inert und macht im Körper gar nichts. Das heißt, da guckt auch nichts raus. Also die Antenne, die schaut auch nicht aus dem Transponder raus. Nein, der ist hermetisch verriegelt und demzufolge dicht. Okay. Wir haben hier noch eine Frage von jemandem, der den Anfang gerade nicht ganz mitbekommen hat, der wissen will, ob man das Ganze auch auf eine Katze übertragen kann. Oder ob das jetzt hier gerade um den Hund geht. Nein, selbstverständlich. Das gleiche gilt für Katze 1:1. Wie ist das denn, wo wir gerade dabei sind? Ich kann Hunde chippen, ich kann Katzen chippen. Kann ich noch was chippen? Es gibt wenig Tiere, die nicht gekennzeichnet werden können. Es gibt selbst, das muss man aber dann jetzt schon wieder in eine andere Richtung sehen, es gibt selbst eine Methode, um Bienen zu kennzeichnen. Das ist aber eine ganz andere Technologie. Aber wenn ich rübergucke, artgeschützte Tiere weltweit, Vögel, selbst Krokodile habe ich in Kolumbien gesehen, in der größten Krokodilfarm. Das ist heute üblich quer durch die ganze Welt. Und ich denke, wir haben locker 100, 150 Millionen weltweit identifizierte Tiere mit Transponder. Ich schalte mich nochmal kurz ein, liebe Community. Ich sehe, dass viele dabei sind. Traut euch ruhig, eure Fragen zu stellen. Wir klären hier gerne alles rund um das Thema Transponder bei Haustieren heute. Für alle, die später dazu gekommen sind, damit man das, schreibt. Ihr könnt uns auch einfach mal winken oder ein Herzchen schicken oder ein Smiley. Wir sind da für alles offen. Wir sehen das alles. Genau, Uwe möchte noch etwas wissen. Der möchte wissen, ob das Chippen auch etwas bringt, wenn der Hund im Auslandsurlaub wegläuft. Also zum Ersten vielen Dank für die Frage, denn auch das müssen wir unbedingt ganz klar und deutlich sagen, der Transponder alleine bringt überhaupt nichts. Solange das Tier nicht ordnungsgemäß registriert ist und ich gehe mal davon aus, dass die Menschen wissen, dass Tasso da der richtige Platz in Deutschland ist. Und im Ausland selbstverständlich, es gibt eine Organisation in Europa, die nennt sich EuroPetNet. Da gibt es auch eine Webseite, das kann man schnell und einfach googeln. Und wenn ein Tier im Ausland verloren geht, kann über die EuroPetNet das Tier an die nationale Datenbank bzw. an die Menschen im Land zurückvermittelt werden. Das heißt, Tasso ist natürlich Mitglied von EuroPetNet, wie verschiedene andere Länder ebenfalls. Und so kann im Spanienurlaub ganz easy das Tier gefunden werden und wieder nach Deutschland an den Besitzer zurückvermittelt werden. Genau, wir haben eine weitere Frage, die uns gerade erreicht hat, und zwar, ob man den Transponder-Chip auch irgendwann austauschen muss. Nein, ein Muss mit absoluter Sicherheit nicht. Doch, es gibt eine Situation, leider, die fällt mir gerade ein, eine Situation, wenn
ein Transponder im Markt ist, der mit den drei Ziffern 999 beginnt, ist das ein Transponder, der garantiert nicht einzigartig ist, der nicht gedacht ist zur Kennzeichnung von Tieren. Das ist eine Codierung, die dient zum Anlaufen und zum Testen von Maschinen. Und die ist nicht gewährleistet, dass sie einzigartig ist. Das ist ein Transponder, bei dem ich empfehle, vor allem wenn Menschen mit ihrem Tier reisen, ihn entfernen zu lassen und einen originalen, guten setzen zu lassen, der konform ist und auch einzigartig. Du sagst konform? Mit was konform? Konform mit entsprechenden ISO-Normen, sprich mit der Reglementierung, wie so ein Transponder auszusehen hat, wie er zu kodieren ist und so weiter und so fort. Also es gibt Vorschriften, das die sagen, absolut, ein Transponder ist nur seriös, wenn er das und das erfüllt. So ist es. Okay, das eine ist die technische Seite, das ist die, von der ich spreche. Das zweite ist die gesetzliche Seite. Da muss ich leider sagen, dass wir in Deutschland noch sehr, sehr viel Bedarf an Regelungen haben. Aber auch hier bewegt sich erfreulicherweise einiges. Sehr gut. Wir haben auch noch eine weitere Frage von Helena. Sie möchte gerne wissen, wie alt ein Welpe sein sollte, wenn er gechippt wird. Die Frage kommt regelmäßig. Und ich denke, es ist weniger eine Frage des Alters als eine Frage des Gewichtes des Tieres. Wenn ich zum Beispiel sehe, Mäuse werden bereits im Alter von um die 10, 12 Gramm gekennzeichnet. Und wenn ich dann den größeren Transponder nehme, der hat knapp ein Gramm, dann ist das fast 10% des Körpergewichtes und das halte ich für verdammt viel. Mhm. Wenn ich allerdings den kleinen Transponder nehme, der hat ein Drittel Gramm. Und bei einem Drittel Gramm kommen wir dann schon langsam hin. Das heißt, welches ist die Größe des Transponders und wie schwer ist das Tier? Und natürlich, wie ruhig und wie unruhig verhält es sich? Wie ist das ganze Verfahren mit dem Tierarzt? Und ich denke, da ist der Tierarzt der richtige Ansprechpartner, um an der Stelle weiterhelfen zu können. Also es ist schon so, dass Katzen- und Hundewelpen beim Züchter noch gechippt werden, bevor sie vermittelt werden? Oder? Im Idealfall ist es so, dass in dem Moment, wo ein Tier vermittelt wird, spätestens der Transponder gesetzt werden sollte. Bei Zuchttieren ist es üblich, wenn die Eintragung ins Zuchtbuch erfolgt. Mhm. Und bei Tierheimtieren ist es üblich, dass es bei der Aufnahme schon stattfindet. Wenn es noch nicht. Wenn es noch nicht war. Das so hat ist es. Vorher, genau. Eine weitere Frage, die sehr interessant ist. Uwe möchte wissen, ob der Transponder denn zerstört werden kann, zum Beispiel durch ein starkes Magnetfeld. Auch diese Frage ist berechtigt und auch die habe ich häufiger gehabt in meinem Leben. Vielen Dank. Ich kann den Transponder selbstverständlich mit allem Möglichen zerstören. Allerdings muss ich berücksichtigen, dass ich so viel Aufwand betreiben muss, dass ich dem Tier übelste Schmerzen und Verletzungen zuführe oder das Tier vielleicht sogar töte. Das heißt, unter physiologischen, dem Tier nicht schädlichen Aspekten kann der Transponder nicht kaputt gemacht werden. Weder mit Röntgen noch mit Magnetstrahlen und so weiter und so fort. Wir haben ganz explizit mal einen Test gemacht, sogar im Rahmen einer Doktorarbeit an der Universität und haben Transponder in einem Magnetresonanztherapiegerät getestet und selbst bei 3 Tesla, was in der Humanmedizin üblich ist, also nicht im Tiersegment, war der Transponder problemlos nachher noch zu lesen. Also braucht man sich auch keine Sorgen machen. Keine Sorgen bei mir. Wenn es um irgendwelche Sicherheitsschranken geht oder irgendwelche automatischen Lesegeräte, da kann nichts passieren. Nein, okay. Geht nicht. Super, dann geht's weiter. Und zwar fragt Hans, ob man den Transponder, ob der dazu beitragen kann, dass man Tiere im Unglücksfall, zum Beispiel bei Lawinenunglücken, auch wiederfinden kann. Nein, das ist definitiv nicht der Fall, denn dazu bräuchten wir ein aktives Signal. Dieser Transponder, der eine Lebenskennzeichnung ist, ist passiv. Das heißt, er liegt prinzipiell einfach nur unter der Haut und macht gar nichts. Und in dem Moment, wo ich mit so einem Lesegerät komme, schicke ich Radiofrequenzwellen aus, aktiviere den Transponder und kriege die Information. Das findet im physiologischen und physikalischen Bereich in einem Umfeld von um die maximal 10, wenn es hochkommt, 15 cm statt. Mhm. Lawine, da muss das Ding von sich aus pulsieren und so stark pulsieren, dass es auch durch die ganzen Schneemassen durchgehen würde. Also auch durch GPS ist es nicht möglich, einen Nein. Transponder zu orten? Nein. Mit dem unmöglich. Allerbesten Signal? Nein. Und auch wieso? Kann man nicht einen GPS-ortbaren Transponder in ein Tier setzen?
weil ein GPS-ortbarer Transponder anders kommuniziert. Das heißt, dem Transponder, der liegt einfach da. So, jetzt komme ich mit meinem Lesegerät und sage, hey, ist da ein Transponder, indem ich in die Radiofrequenzwelt schicke. Und dann kommt ein Antwortsignal, ja, hier bin ich und hier hast du meine Nummer. Jetzt kommt der GPS-Sender, die Kommunikation mit dem GPS-Sender kommt, wo bist du, hier bin ich, wo bist du, hier bin ich, wo bist du, hier bin ich. Und auf diese Art und Weise der Kommunikation kann man natürlich auch feststellen, wenn sich ein Objekt von A nach B weiter bewegt, so wie das im Auto über das Navigationssystem funktioniert. Und dazu brauche ich dauerhaft Energie. Das heißt, dann müsste irgendwie Strom im Tier produziert werden können, damit das funktioniert. Und sogar dann würde dauerhaft eine Strahlung ausgehen. Jein. Also zum einen können wir keine Batterie in ein Tier einbauen, weil es keine Batterien gibt, von denen wir sagen können, dass sie sicherlich 20 Jahre halten. Und das müssen wir einfach im Maximalfall kalkulieren. Dazu kommt, rechnen wir einfach mal eine Schildkröte. Und dort ist das Transponder-Kennzeichnen doch mittlerweile auch sehr, 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 sehr aktiv geworden. Da haben wir Jahre von um die 120 und 120 Jahre Batterie. Dann kommt eine Option, alles das ist durchdacht worden mit einem Induktionsladegerät. Das alles ist nicht machbar, ohne das Tier in irgendeiner Weise massiv zu stören oder zu schädigen. Und die Frage, warum wir nicht aktiv was einbauen können, ja, wenn wir eine Batterie drin hätten, müssten wir sie laden. Ja. Und ich sage dann immer, wo machen wir die Autobatterie hin in dem armen Tier und wo kommt dann die Lichtmaschine hin, damit das Ganze funktioniert. Ich wie stecke ich dann die Steckdose? Wie bringe ich der Katze bei, dass ich jetzt auch bitte auf das Induktionsladegerät legen soll? Also das ist was, das können wir einfach vergessen. Ja, okay. Aber auch gut zu wissen für unsere Community. Es gibt eine weitere Frage, die knüpft so ein bisschen an diese Haltbarkeit an von vorhin. Da möchte Vitoy wissen, ob denn der Transponder durch Beißattacken kaputt gehen kann. Auch diese Frage ist sicherlich berechtigt. Die Wahrscheinlichkeit ist äußerst, äußerst, äußerst gering. Ich will sie nicht 100% ausschließen. Im Extremfall könnte es wirklich sein, dass ein Hund oder eine Katze so eine schlapprige Haut hat, dass er als Lappen hängt. Eine Haut, die gespannt ist, ist es nicht möglich. Und dann müsste das andere Tier schon so zubeißen, dass es mit den Molaren, also sprich mit den Backenzähnen, den Transponder genau zwischen die Reihen kriegt, um beim festen Biss ihn zerstören zu können. Also ich halte das für äußerst, 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 äußerst gering. Also viele Faktoren müssten da quasi zusammenkommen, damit das passieren kann. Julia spricht auch ein wichtiges Thema an. Sie möchte nämlich wissen, ob Chippen bei Hunden Pflicht ist. Das ist eine sehr interessante Frage. Genau. Es gibt Länder, in denen ist es Pflicht. Auch in Deutschland gibt es Regionen, in denen ist es Pflicht, allerdings nicht national einheitlich. Wir haben eine verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung in Niedersachsen. Für Hunde. Ja, für Hunde. Für Katzen gibt es in der Beziehung noch gar nichts aus meinem Bewusstsein. Auch innerhalb Europas fällt mir nichts ein. Wenn wir nach Nordrhein-Westfalen gehen, haben wir zum Beispiel die 20-40-Regel. Das heißt, ein Hund, der schwerer ist als 20 Kilo und höher ist als 40 Zentimeter. Wenn wir nach Baden-Württemberg gehen, haben wir gar nichts. Und ich will jetzt nicht alle 16 Bundesländer durchgehen, aber es ist wieder zu erkennen, dass im Bereich Hund und Katze leider keine Einheitlichkeit vorliegt. Und das ist eine Forderung, die wir dringend erheben seit langer Zeit. Das Chippen Pflicht wird oder auch das Registrieren? Dass wir eine einheitliche Regelung haben und sinnvollerweise sollten alle Tiere gekennzeichnet und registriert sein. Okay. Denn ich sage mal ganz, ganz banal, jeder, der ein Kind zu Hause hat, wird wissen, wenn das Tier weg ist oder dem Tier was passiert, dieses Kind will kein Ersatztier. Das will das Tier wieder haben. Also Kinder. Kennzeichnen und registrieren, selbstverständlich. Gilt das für Erwachsene genauso, aber ich glaube, bei Kindern ist es ganz extrem, weil da ist die Emotion auch ein bisschen stärker. Mhm. Vielleicht zeigst du uns mal, wie man korrekterweise einen Transponder setzt. Wir haben da hinten ein etwas größeres Tier mitgebracht. Mach ich gern. Dann kannst du das mal demonstrieren, weil es scheint ja so zu sein, dass gerade der Prozess des Transponder-Setzens der entscheidende ist dafür, dass der Transponder gut anwächst. Und das Tier ein Leben lang sicher ist. Ich nehme jetzt mal so einen kleinen Injektor, dann ziehe ich diese Schutzhülle ab und zeige als erstes mal, wie das früher üblich war.
Und zwar war die Aussage zwischen Ohr und Schulter. Und die Mehrzahl der Tierärzte hat dann einfach irgendwo hier reingebiegt und das Ding gesetzt. Nach der neuen Norm, die wir entwickelt haben, sollte der Transponder vom Ohr ausgehend in Richtung Schulter zwischen 1 und 4 Finger breit. Das ist natürlich immer ein Thema, das ein Tierarzt bestens versteht und weiß. Und ich würde jetzt bei dem Tier hier, wenn es ein richtiges wäre, 2 Finger nehmen und den Transponder nicht mehr so, sprich parallel zur Hauptvene setzen, wie es hier ist, sondern genau in die Richtung. Das heißt, dass er parallel auch entgegengesetzt, parallel zu den Muskeln sitzt, die hier darunter liegen, unterm Körper. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwo an eine andere Stelle transportiert werden könnte. Okay, das heißt, auch wenn er hier oben sitzt und ich mache ein Halsband drum, ist das Halsband darunter und angenommen, exakt, wenn ich würde stark ziehen, kommt das in den ersten Tagen, solange es kritisch ist, nicht direkt daran. Perfekt, genau so ist es. Okay. Ich knüpfe da mal an, weil es zum Thema gehört. Der Hans möchte wissen, wie lange denn dieser Eingriff dauert des Transpondersitzens. Also zum einen ist das sicherlich eine Frage des Tieres. Es ist wie immer polyfaktoriell. Ich liebe dieses Wort, weil es einfach sagt, dass es viele Faktoren gibt, die Einfluss haben. Das zweite ist, wie sicher und wie geübt und praktisch gut der Tierarzt ist oder die Tierärztin. Und das Allerwichtigste an der Stelle, muss ich nochmal ganz, ganz explizit erwähnen, ist auch das sichere Festhalten des Tieres während des Eingriffs. Es geht nicht um eine kleine, dünne Kanüle, sondern die Kanüle hat schon einen ganz kräftigen Durchmesser. Und der ganze Akt als solches, das reine Einstechen und Rausziehen, ist eine Situation von 5 bis 7 Sekunden maximal. Der ganze Akt des Tier auf den Tisch setzen, des Beruhigen, des Festhalten und so weiter und so fort, vielleicht 15 Minuten. Aber üblicherweise gehört eine Generaluntersuchung dazu oder es wird sowieso gemacht im Rahmen einer sonstigen Untersuchung des Tieres oder Behandlung. Ich habe auch mal aufgepasst, als das gemacht worden ist. Man kontrolliert vorher, glaube ich, auch, ob der Transponder, den man auspackt, übereinstimmt mit dem Strichcode, der später in den Handtierausweis kommt, oder? So ist es. Das heißt, ich nehme das mal gerade hier rüber. Wir haben, wenn ich jetzt so eine Packung nehme, hier kann man das unten sehen, das sind die Etiketten. Eins davon wird in den Ausweis geklebt des Tieres, in den EU-Heimtierausweis. Das heißt, man liest kurz den Transponder aus, schaut, jawohl, die 2 Nummern sind identisch, warum macht man das? Das heißt nicht, dass da irgendwelche Menschen blöd waren, die das gemacht haben, aber es kann immer wieder mal irgendeine Kleinigkeit passieren und das ist das sogenannte Sicherheitsverfahren, mit dem man gewährleisten kann, dass es später nicht zu Problemen führt. Jo. Also dass wirklich der Transponder... Dass die Nummer Transponder und Nummer von diesem Teil hier übereinstimmen, absolut. Okay. Einfach nochmal prophylaktische Kontrolle. Wir gehen nochmal zurück zur Chippflicht. Da hat sich nochmal eine Frage aufgetan. Und zwar, ob es denn nicht Pflicht sei, wenn man zum Beispiel mit einer Katze von Deutschland in die Schweiz fährt, dass die denn einen Transponder haben muss? Nein. So einfach ist die Antwort. Diese Verpflichtung gibt es nicht. Allerdings ist es so, dass wir innerhalb der EU eine Verpflichtung haben, dass das Tier einen EU-Heimtierausweis haben muss. Und der EU-Heimtierausweis ist wiederum gekoppelt an die Kennzeichnung mit einem Transponder. Ich will jetzt nicht ganz sicher sagen, wie das in der Schweiz ist, das weiß ich nicht auswendig, müsste ich nachschauen. In der Schweiz selbst ist eine gesetzliche Verpflichtung. Nur wie das im Rahmen der Schweiz, die ja nicht Mitglied der EU ist, geregelt ist, aus dem Stegreif weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es angepasst an die europäischen Regeln. Mhm. Und wir bleiben im Ausland. Helmut möchte wissen, ob denn im Ausland auch der Chip ausgelesen werden kann überhaupt. Aber selbstverständlich, das ist das, was ich vorhin anfänglich mal irgendwann gesagt habe. Es gibt technische Normierungen. Und wer mit ISO nichts anfangen kann, dem kann ich sagen, jeder, der ein Auto fährt, von mir aus das Auto aus Amerika ist und einen Hänger, den er aus Afrika kriegt und ein Ersatzteil dann aus China kommt, das passt zusammen. Warum? Weil es einen ISO-Standard gibt. Mhm. Und so ein ISO-Standard regelt auch, wie das Lesegerät mit dem Transponder kommuniziert und wie die Codierung im Transponder auszusehen hat, damit das Ganze weltweit einheitlich funktioniert.
Wir bleiben bei der Transponder-Nummer. Sonja erzählt, dass sie neulich beim Tierarzt war und dort sollte sie die Transponder-Nummer ihres Hundes angeben. Die hatte sie natürlich nicht im Kopf, die 15 Stellen, und hat stattdessen die Nummer auf der Tasso-Plakette angegeben. Das war aber falsch. Wo ist denn da der Unterschied, möchte sie wissen? Ich habe jetzt keine Tasso-Plakette bereit liegen, aber soweit ich weiß, hat die Tasso-Plakette 9 Ziffern. Und ist eine fortlaufende Nummer aus der Datenbank, in der der Datensatz gespeichert ist, hat nichts mit der Transponder-Nummer zu tun und ist auch nicht elektronisch auslesbar. In der Tasso-Datenbank sind natürlich beide Nummern gekoppelt. Und die Transponder-Nummer ist immer 15-stellig nach ISO-Norm und hat immer 3 Stellen, die entweder den Hersteller oder das Land angeben. Und die letzten 12 Ziffern sind dann die identische Tiernummer. Für den Fall, dass ein Tier verloren geht, reicht aber natürlich auch die Tasso-Kennnummer, weil die Kollegen bei uns in der Notrufzentrale mithilfe der Tasso-Kennnummer oder der Transponder-Nummer herausfinden können, wo das Tier hingehört. Also beide Nummern sind wichtig und die kurze auf der Plakette von dem Hund ist meistens die Tasso-Kennnummer. So ist es. Petra bezieht sich nochmal auf das Thema Registrieren und sagt, dass das wohl vielen Tierhaltern, unter anderem ihr, gar nicht so klar ist, dass man sein Tier auch registrieren muss, weil es ihr einfach nicht gesagt wurde. Dann kann ich dazu sagen, vielen, vielen Dank, liebe Petra, dass du dieses Thema nochmal nach vorne bringst. Denn ich kann mir den Mund nicht fusselig genug reden damit und verweise immer wieder darauf hin, es ist essentiell zu registrieren, weil ohne Registrierung nutzt es nichts. Ich habe momentan gerade einen Recherchefall, wo ein Tier im Tierheim sitzt mit einer Transponder-Nummer. Gott sei Dank ein guter und sympathischer Hersteller, der seine Nachverfolgbarkeit geregelt hat und wo ich Info kriegen werde, um das Tier an den Besitzer rückzuvermitteln. Aber dieses Tier zum Beispiel ist nicht registriert. Und was dann passiert, ist ein enormer Aufwand, um die beiden wieder zusammenbringen zu können. Das liegt daran, dass auf dem Chip nur 15 Stellen sind und sonst nichts. Da steht nicht, dass das Tier eigentlich mir gehört oder ob es dir gehört oder wie meine Telefonnummer oder Adresse ist. So ist es. Heute ist es so mit dieser Technologie, dass wir nichts anderes haben wie 15-stellige Nummer. Das wird sich in der Zukunft ändern, aber das ist dann ein Thema, das können wir eines Tages in absehbarer Zeit auch noch einmal hier näher in dieser Runde erläutern. Ich habe schon ein Schild gekriegt, wir gehen in die Richtung letzte Frage und genau. Dann wollen wir die auch noch gerne übernehmen. Hast du noch eine letzte Frage? Nein, momentan ist gerade keine Frage mehr eingegangen. Okay, das ist kein Problem. Wir sind da flexibel. Alle Fragen, die ihr noch habt, die euch vielleicht im Nachgang kommen oder auch bei Leuten kommen, die das Video später nochmal sehen, schreibt uns einfach, wir werden die sehen, wir werden die beantworten, soweit wir das können. Und wenn wir nicht weiter wissen, fragen wir Sven um Hilfe. Wir wissen ja, wo wir ihn finden können. Genau. Herzlich gerne. Auch im Nachgang werden wir, soweit es möglich ist, alle eure Fragen ordnungsgemäß beantworten. Insofern, vielen Dank, dass ihr bei unserem ersten Live-Video dabei gewesen seid. Wir hoffen, es hat alles einigermaßen technisch funktioniert. Schreibt uns, wie ihr das fandet und ob ihr auch vielleicht Lust habt, dass wir das nochmal machen. Wir wünschen euch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, Sven, dass du extra hergekommen bist dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen rund um den Transponder aufklären. Macht's gut! Tschüss! Ciao! Ciao.